Oh, das ist eine niedliche kleine Kirche hier. Die ist ja süß. Sie ein bisschen wie Kuckucksuhr, ne? Ja. Ja, die gibt's ja häufiger irgendwie. Aber an denen kann Lag man sich da tatsächlich grad, auch orientieren. Wo die Ich musste auf ein Video von Jeremiah Rose hinweisen, wo er das. Ich meine, das ist eigentlich klar, weil das ist überall in Europa eigentlich so. Die sind halt geostet, die ganzen Dinger hier, die ganzen ja. kirchlichen Sachen. Das heißt, Eingang im Westen, Altar, beziehungsweise absolute Richtung, das Ja, hier ist dann. ja, wobei, das ist Norden Ja, das jetzt. ist jetzt Norden, super, super Beispiel. Ja, okay, bei Ja. den Dingern halt nicht. Aber bei Kirchen. Da kann man dann nur Trollolol zu sagen. Ja. Ist aber, Ja. das ist tatsächlich auch was man lernen kann aus so einem Spiel, was man dann im wahren Leben tatsächlich auch, weil fast alle Kirchen, man kann jetzt nicht, bei den modernen ist das Ja. teilweise eventuell nicht so. Aber bei normalerweise bei denjenigen, die schon ein paar Jahrhunderte alt sind, die sind halt alle nach Osten ausgerichtet, zumindest bei uns hier in den Teilen der Europäischen Union. Ja. Und das ist so ein Punkt. Natürlich kann man sich auch nach der Sonne orientieren, dann sollte man aber manchmal auch besser die Uhrzeit wissen, was das Ganze ein bisschen einfacher macht. Wir wissen ja alle, ne? Wann steht die Sonne im Süden? Genau, Mitternacht. Nein, mittags natürlich. Und ja, ein Wort, von mir noch an die Entwickler. Es gibt Sachen, die ich sehr genossen habe bei der, bei den Arma 2 Daisy Sachen. Und das wäre schön, wenn es hier oder auch an die Server-Admins, es wäre schön, wenn das hier eingeführt werden könnte. Ich vermisse die Nacht. Ich weiß nicht, ob es das auf irgendwelchen Servern hier gibt. Ich habe es jetzt hier noch nicht erlebt. Ich vermisse die Nacht. Ich vermisse, das haben wir bei DayZ immer sehr genossen, bei Arma 2. Diese schönen, lauen Nächte, die, ja. Sternenklar. Genau, sternenklar. Man konnte meilenweit sehen, oder manchmal war es auch urbachdunkel. Und trotzdem haben wir das genossen. Das haben Urbach wir Dunkel einfach. hört sich nach einem Bier an, ehrlich gesagt. Urbach Ich Dunkel. dachte schon, du hast da gerade vielleicht in der Tasche was gefunden, so eine leckere Flasche Urbach Dunkel. Nein, 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 nein. Ja, das ist doch tatsächlich mein erstes Erlebnis bei der Sie mit den beiden zusammen. Dass ich da halt, ich kannte mich nicht wirklich aus, aber ich hatte halt Let's Plays gesehen von GameTube, die berühmte Let's Play-Reihe von DayZ und auch andere, da ich dann auch schon mit der Engine so ein bisschen klarkam, wo ich dann mit dieser furchtbar komplizierten Arma-Engine, vor allem bei Arma 2, mit dem Menü hier, mit dem Mausradmenü, wo irgendwelche komischen Sachen sind, da wusste ich schon einiges, aber in der ersten Session bin ich praktisch nur Tobi hinterhergelaufen, der als einziger ein Nachtsichtgerät hatte und diese Nacht war halt so dunkel, dass man da nichts gesehen hat. Selbst wenn man Gamma völlig hochgedreht hat, konnte man nichts erkennen und wir hörten genau. nur die Zombies um uns rumlaufen und grunzen und er sagte, nee, nee, kein Problem, noch 10 Meter in die Richtung und dann warten. Und dann, ja. ne, irgendwie, und jetzt wieder weiter. So, das war so ein bisschen völlig blind und man hat aber alles gehört und es war total gruselig. Ja, ich habe Alex und Matthias quasi kilometerweit über die Karte gelotst und habe die beiden vor mir in finsterster Nacht über die Server gelotst und ja, die haben im Endeffekt nichts gesehen. Ich habe ja ab und an mal das Nachtsichtgerät ausgemacht, einfach nur um zu gucken, wie dunkel ist es wirklich und man sagt, es ist dunkel wie im Bärenpopo. Ja, also. Und ja, das waren die ersten DayZ-Momente und es gab sehr, sehr schöne Nächte, die wir erlebt haben bei DayZ. Das hört sich jetzt sehr romantisch an, aber wir haben sehr, sehr schöne Nächte dort erlebt. Mit anderen Playern, als wir dann teilweise waren wir eine sehr große Gruppierung, dann aus 8, 9 Spielern zeitweilig mit anderen Leuten, die sich zu uns gesellt haben. Leider ist das dann irgendwann mal wieder in die Brüche gegangen. Messer. Aber wir haben sehr, sehr schöne Momente dort gehabt und es war immer ein gutes Spiel, bis uns dann irgendwann tatsächlich es uns abstrus geworden ist mit den anderen Playern, die einfach wirklich auf Sicht geschossen haben und wir haben es dann eine sehr lange Zeit nicht mehr gespielt, haben dann bevorzugt Ace gespielt. Die Ace-Domination und so weiter. Domination die Public-Dinger, aber halt dann meistens eher zu dritt auf einem eigenen gehosteten Server. Genau. Es macht zwar auch mit fremden Leuten schon Spaß, diese Domination-Sachen und so weiter, aber auf Dauer, ne, also wir haben tatsächlich, wenn wir nur genug Zeit hatten,
und die vernünftige Ausrüstung haben wir es auch zu dritt geschafft, die Orte zu reinigen von Feinden. Also das ist halt bei Domination jetzt, das ist eine reine Geduldssache. Ne? Und vielleicht ein bisschen Taktik natürlich. Aber ja. Irgendwer muss halt diese Türme in die Luft sprengen und dann ist ja alles gut. Dann musst du nur noch aufräumen. Genau. Naja, jedenfalls, das haben wir lange Zeit auch gemacht. Ja, ja, dann bin ich irgendwann, nachdem ich festgestellt habe, dass sie draußen war, bin ich als erster der Mutige gewesen und habe gesagt, ich kaufe mir eine Version von der Standalone. Und habe es gemacht und habe es getestet. Und wir haben geuht und geahlt. Ja, genau. Und dann habe ich es tatsächlich geschafft, Matthias und Alex dazu zu bringen, sich auch jeweils Hauses leer. Sich auch jeweils eine Version davon zu kaufen. Das war übrigens wirklich ganz am Anfang, als sie rausgekommen ist. Also genau, und da haben wir es dann teilweise auch noch gespielt, aber es ist relativ zügig klar geworden, das Problem mit den Spielern bleibt. Die haben halt einfach gewechselt, ne? Man begegnet Leuten, die einen auf Sicht umbringen. Es ist in einigen Videos ist es auch zu sehen, wie einige Leute einfach Spaß daran haben. Ist ja auch okay, wenn sie Spaß daran haben, aber ach Leute, ja, so wirkliches Leben, Spiel, klar, kann man nicht immer vergleichen, aber irgendwie andere Leute zu töten, nur weil man es kann, oder dann ganz furchtbar sind dann auch die Cheater und Hacker zwischendrin immer gewesen. Leute, da frage ich mich immer, was gibt euch den Kick da dran? Ne? Also ja, weil wie gesagt, wenn man sowas machen will, gibt es genug andere Spiele. Ne? Es gibt jede Menge andere Spiele, wo man sowas machen kann. Ist das Problem, dann soll man halt die spielen. Gerade auch bei Arma 3 sind es ja auch wieder eine Renaissance gewesen, im Arma-Bereich jetzt zumindest, dass auch wieder Missionen rauskamen, wo man hauptsächlich gegen andere Spieler spielt, also ein bisschen wie Battlefield halt, ne? Dass man sich in der Stadt trifft sozusagen und es treffen die Parteien aufeinander und Häuserkampf und so weiter, das gibt's ja auch, also warum spielt man da nicht direkt sowas? Dann sind die Bedingungen wenigstens fair und man kann sich vielleicht sogar was drauf einbilden, wenn man da besonders gut abschneidet, aber hier... Aber man muss dazu sagen, fair ist natürlich so eine weit hergeholte Formulierung. Weil, oder was heißt, das ist vielleicht genau das Stichwort, weil einige Leute können es halt eben nicht fair. Einige Leute können es nicht, das ist meine Auffassung. Also gerade die ganzen Cheater und Hacker, ja Leute, ich spreche euch persönlich an. Nur die, die angesprochen fühlen, die sich auch, genau, ne? Also genau, die Schuhe anziehen können hier, ne? Also. Genau, ich spreche diese Individuen an, die meines Erachtens nach nicht mit fairen Mitteln gewinnen können. Oder sich, ja, naja, wie gesagt, diese Leute spreche ich an. Diese Leute sind in meinen Augen welche, denen müsste man tendenziell eigentlich verbieten, aufs Internet zugreifen zu können. Ja, auch ich habe schon mal einen Cheat benutzt, aber das war bei Jagged Alliance 2. Und zwar im Singleplayer. Ja, und ja, da habe ich Cheats benutzt, aber das hat mir nur selber den Spielspaß versaut. Ne? Wenn man nicht weiterkam, dann hat man Alt-E gedrückt. Ist es generell mit sinkendem Alter, sag ich mal, also ich habe zum Beispiel auch das als Jugendlicher, Kind der Jugendlicher auch schon mal gerne gemacht, wenn ich das Spiel zum Beispiel sowieso schon durch hatte oder sonst was, dann ab und zu auch einfach mal sich den God-Mode geben und einfach nur alles kaputt hauen. Klar, macht das Spaß. Ne? Das ist jetzt kein Zweifel, bloß halt, das ist kein wirklich... Ja, also ich denke, für die meisten Leute ist das nicht wirklich eine Erfüllung, beziehungsweise nicht langfristiger Spaß. Man macht sich doch sehr viel damit kaputt, wenn man das bei einem Spiel vor allem macht, das man noch nicht kennt. Soll man es halt auf einfach stellen? Mein Gott, habe ich auch schon oft gemacht. Oh, eine Thrombose. Hat mich fast gerammt. Ja. Ein Häuschen. Eine Thrombose oder eine Zombose? Nein, diesmal ist es eine Zombose. Oh, falsche Waffe. Ich wollte doch. Die Hatchet. Das Hatchet. Da ist es wieder. Das Hatchet. Ach, da steht er jetzt. Die sind hier total verwirrt. Übrigens, oh, da kommt noch einer aus dem Haus. Die Zombies sind total verwirrt, sobald man ein Gebäude betritt. Oh, kap. Oder verlässt. Also dann sind die oft völlig... Konfus. Konfuzius, ja. Er hat mich gekratzt. Aber ich habe hier noch einen Kunden. Kommst du klar? Ja. So. Auch eine sehr beliebte Frage, auch bei mir auf der Arbeit. Kommst du klar? Ja. Ich glaube, ich habe das meine letzte Bandage gerade benutzt. Brauchst du noch welche? Zur Sicherheit könnte ich die ein oder andere brauchen, falls du welche übrig hast.
gucken, ob hier noch welche drin sind. Komm mal einmal hier auch mit rein. Aber du bist jetzt verbunden. Ja. Achso, stimmt, da hättest du ja Punkte für gekriegt, ne? Ja, das ist jetzt nicht so wild. Komme ich wohl auch so mit klar? Ach, der hatte doch. Ne, hatte der nicht, das war mein Gepäck. Ein ZF für dein Gewehr hast du, ne? Ja. Oh, ein Remington Modell 700. Ich komme jetzt aber zu dir. Ja. Nee, ich glaube, ich behalte das M4. Kannst du mir das in den Rucksack packen? Die Bandage und so? Ja. Noch Platz drin? Ja. So, ist im Rucksack. Dankeschön. Ja, wie gesagt, es bleibt festzuhalten, bei diesem Spiel sind oftmals die Spieler das Problem. Oftmals. Von denen wir bisher jetzt heute noch keine getroffen haben, weil ich bin gar nicht so traurig drüber. Wir haben auch zwischendurch mal unseren eigenen Server gehostet, bei Daisy Epoch. Das mögen manche Leute langweilig finden, wenn keine... Oh, da steht ja... Da war ich schon eigentlich. Okay. Das mögen manche Leute langweilig finden, wenn keine anderen Gegner da sind, also Spieler, die einen töten können. Aber bei Epoch hatte man ja den mehr oder weniger Vorteil, da gab es ja Bots. Ja? Also große Gruppen von Leuten, die man auch bekämpfen konnte. Und das ist dann eher unser... oh, ein Katana. Oh. Ihr dürft das nicht falsch verstehen, Leute. Wir haben jetzt nicht unbedingt Panik davor, auf andere Spieler zu treffen. Die Panik haben wir nicht. Also wir sind jetzt nicht irgendwelche... Wir sind gerne unter uns, das ist das eine. Darum spielen wir gerne in der Gruppe. Wir haben es sehr gerne, wenn sich Leute zu uns gesellen auch. Die aber auch augenscheinlich es ernst meinen und nicht einem dann beim geringsten Zweifel in den Rücken fallen oder einfach nur ihren eigenen Vorteil daraus rausziehen wollen. Sagen wir, ich folge mal der Straße hier. Ja, ich würde sagen, fast so ein bisschen mitten hier schräg durch. So. Ja, stimmt eigentlich. Ja. Das wird die nächste Gebäude treffen. Es ist einfach so, unsere Erfahrungen in diesen ganzen Spielen haben uns gezeigt, ob es jetzt Epoch oder welcher Mod auch immer von DayZ war oder von Arma 2, Arma 3, unsere Erfahrungen haben uns gezeigt, dass das Gros der anderen Spieler schlicht und einfach selten bis gar nicht gute Absichten haben. Manche auch durchaus deswegen, weil sie auch schlechte Erfahrungen haben. Ja, genau. Man könnte es mit einem Hund vergleichen, der ein Angstbeißer ist. Ja. Ja, man könnte es tatsächlich so vergleichen, einfach weil, ja, die Leute denken ähnlich wie wir und sagen, ah, andere Player, wer weiß, ob das so gut ist. Ich töte die anderen Player lieber. Ja. Ja, wie gesagt, da ist vielleicht dann das Stichwort einfach den anderen aus dem Weg gehen. Einfach vielleicht den Loot-Spot dann nicht aufsuchen, wo schon ein anderer Player ist und ihn umnieten, sondern einfach der ganzen Geschichte vielleicht aus dem Weg gehen und einfach sagen, okay, ich lass ihn, er lässt mich und alles ist gut. Weil, ja, kann immer böses Blut geben, sowas. Das ist nur ein Tennisball drin. Oh! Was denn? Oh! Hier sind auch noch Sachen. Oh! Tatsache! Oh, Kleber! Hast du ein Fernglas? Ja. Kleber, du willst da nur wieder schnüffeln. Ja. Das wollte ich sagen, diese Gegend mag ich sehr. Dieser westliche, nordwestliche Teil von Altis. Da gibt's halt jede Menge Möglichkeiten, auch Deckung zu suchen oder halt den Ort vorher auszuchecken, bevor man halt reingeht, durch die ganzen Hügel hier. Und man kann dann halt auch, man hat auch viele Fluchtwege offen. So, man hat viele Möglichkeiten, die man verschwinden kann, wo die Leute nicht direkt wissen, wo man hingelaufen ist. Ist ein Zombie drin? Echt? Ist hier kein. Ja, er ist raus, jetzt kommt er wieder rein.
Fabian. Alles klar. Es musste schnell gehen, da musste ich schießen. Ah, noch mehr Bandage. Ob ich mal einen Woodpile mitnehmen? Ja. Ach nee, das war, die hatte ich schon. Ja, so ein Woodpile, ne? Wer weiß. Wo können wir ein bisschen peilen? Haha. Ja, sind wir nicht ganz so verpeilt. Ja. Wortspiele sind übrigens unser Metier. Ja, es bietet sich hier auch an, immer mal wieder zwischendurch. Das muss man nicht die ganze Zeit machen, dann wirkt man komisch, wenn andere Leute im Channel sind. Man kommt sich auch selber komisch vor. Rollenspiel passt hier super, weil es ist halt eine simulierte Welt, aber den Inhalt muss man selber reinbringen. Okay. Hab ihn gerade gehört. Wenn man mal ab... Oh, da kommt er. Au! Er hat mich gekratzt. Oh, hinter mir ist auch noch einer, warte. Wo will er hin? Okay, ich zittere, ich habe, glaube ich, was Schwereres. Ich glaube, ich brauche... Ja, komm mal mit rein, komm mal mit rein. Stitches. Ja, du musst stehen bleiben. Mordfußstangen getrennt. Oh, ich habe auch Blutflecken auf der Linse. Boah, 50 Punkte. Yeah, ist ja gelohnt. Ich habe eine Operation performt. Ich habe ja so ein Field... Portable Surgery Kit habe ich und es scheint Punkte zu geben dafür ordentlich. Gefällt mir. Dann drücke bitte auf Like. Ja. Und nicht Dislike. Ja, die Rollenspiele sind tatsächlich, also ab und an mal so ein bisschen Witz mit reinbringen, ist eine schöne Sache. Und wir meinen mit Rollenspiele jetzt nicht Krankenschwester und Doktor. Genau. Manchmal frage ich mich immer, was die Leute denken, wenn sie dann unsere Worte hören. Ne? Ja. Lieber nicht, lieber nicht. Ja, genau. Das ist leer, der Error. Gehen wir hier rüber in das rußige Haus, da wo potenziell Feuer drin ist. Kannst du Feuer finden. Oder ich möchte jetzt keinen Satz aus Die Feuerwalze zitieren. Die Feuer. Wo da sagt Chuck Norris etwas sehr, sehr Unflätiges zu Louis Gossett Jr. Und der Schauspieler Louis Gossett Jr. ist, wie einige Leute vielleicht wissen, dunkelhäutig. Sehr gut, schön okay. Ausgedrückt. Jeder, der den Film kennt, weiß, was er dort gesagt hat. Und ich möchte das jetzt nicht wiederholen, weil das könnte auf mich zurückfallen. Man muss ja in der Öffentlichkeit sehr mit seinen Worten aufpassen. Darum möchte ich hier nicht weiter ins Detail gehen. Aber eben diese Leute hätten dort auch wohnen können, wie er es dort gesagt hat. Auf der rechten Seite der Straße. Ja, ich sehe dich. Oder ich sehe deinen Namen, besser gesagt. I can see the name from here. Oh, oh, yar. Yarp. Ha. Yarp. Ja, genau. Yarp. Ja, es wird des Öfteren passieren, dass wir bestimmte Szenen aus Filmen, das gehört halt eben zu diesen Rollenspielen, dass wir bestimmte Szenen aus Filmen einfach ab und zu kommen sie uns über die Lippen und wir werden diese dann nachzitieren. Einige werden sie kennen, einige werden sie nicht kennen. Ja, die sie kennen, sind deutlich im Vorteil. Ja. Ja, Soda. Antiviralien. Ja, ich habe mittlerweile 3 Wasserflaschen. Oh ja, jetzt habe ich auch wieder ein paar. Interessieren würde mich dann auch noch, wann denn die ersten von diesen richtig guten Waffen mal auf uns warten und wo sie warten. Wir haben uns darüber jetzt nicht wirklich schlau gemacht, wo man diese Waffen, die sogenannten Sweet Spots von uns, für diese Waffen findet. Ah, guck mal, hier ist so ein Gebäude, was abgeschlossen ist. Wenn du zu mir kommst. Hier, komm mal zu mir. Da ist so ein Gebäude, das ist abgeschlossen. Da steht dann Unlocked Door Building.
Und dann muss man einen Zahlencode eingeben, den natürlich, ich kann jetzt mal versuchen, 1, 2, 3, 4. Funktioniert nicht. Alter Hacker. Ja. Hier vorne die Haustür. Hier. Kannst du es mal testen. Da steht ein Unlock Building und dann musst du einen Zahlencode eingeben. Mhm. Ah, Moment, kein Problem. Achso, ja. Hast wieder da, Aiden. Ich wusste es immer, du bist hier in Wirklichkeit, bist du nämlich Aiden Pierce von Watch Dogs. Durch mein Handy kann ich Tür und Tor öffnen. Ja. Und Ampeln umschalten. Wichtigste Fähigkeit überhaupt. Ampelator. Ja. Der Ampelnator. The Ampelman. So, ob es jetzt hier wohl auch irgendwie mal einen Military-Spot gibt oder so? Oft gibt es das ja auf Anhöhen hier so, ne? Dass so ein bisschen außerhalb vom Ort ist dann so ein Military-Camp oder sowas. Müssen wir tatsächlich ja. Mal. Vielleicht ist es nicht schlecht, wenn wir gleich mal einen erhöhten Punkt aufsuchen und uns mal hier umgucken. Aber es gibt noch so viel zu loote. Zu loote. Ja, aber das werden wir wohl alles nicht looten können. Oh, nicht obwohl alles. Da oben sehe ich, auf der anderen Seite sehe ich schon wieder zwei Kisten. Übrigens, was ja wohl selten ist, vielleicht können das einige Leute dann auch mal in einem Kommentar oder so hier hinterlassen, wo man denn hier Fahrzeuge findet, ob es da Sweet Spots für gibt, ob das viel ist, also weil ich habe bisher ein einziges Fahrzeug erst selber gefunden, welches kaputt war, eben an diesem Military Spot, von dem wir vorhin erzählt haben. Offene Tür. Achtung, offene Tür. Ja? Ja. In so einer Lagerhalle direkt an der Straße. Okay. Die Tür ist auch offen. Gerade drin bin. Gut, jetzt ist die Frage natürlich, ob da irgendjemand schon länger ja, vorbeigekommen ist oder. Andererseits, der Server down ist jetzt noch nicht so lange her, ne? So eine Stunde, anderthalb vielleicht. Ja, ich glaube eigentlich um Mitternacht war der Send. Mhm. Naja, aber dann bewegen wir uns mal etwas geduckter und vorsichtiger vorwärts. Ja, vielleicht auch ein bisschen, ich meine, wir haben ja eigentlich alles erstmal, vielleicht ein bisschen außerhalb der Ortschaft. Meinst du, ja. Naja, stimmt, wir haben zu trinken, zu essen, Medizin. Das ist jetzt alles dann halt da. Auch, ich geselle mich mal zu dir und dann würde ich sagen, gehen wir so Richtung Südwesten ein bisschen aus der Ortschaft raus. Mhm. Ja, Leute, das ist nämlich unser Vorgehen dann, wenn Spieler mutmaßlich in der Nähe sind. Ich meine, das sind sie hier überall. Wenn die mutmaßlich in der Nähe sind, versuchen wir uns nach Möglichkeit ein bisschen entfernt von denen zu halten. Und zu gucken, dass wir die vielleicht ausmachen können und dann überlegen, was tun wir? Wenn wir zum Beispiel sehen, dass es ein Hunter ist, gerade bei dieser Mod hier, ist es natürlich angebracht, den zu töten. Die andere wobei Fraktion auch das, und so weiter, das bringt. Wobei halt. Auch das nicht unbedingt sein muss. Einfach weil man muss nicht zwangsläufig andere Spieler töten. Man will ja irgendwo ein Vorbild sein. Man muss nicht zwangsläufig töten. Ist unsere Motivation, also andere Spieler haben eine Daseinsberechtigung und ich finde, man muss nicht permanent durch die Apokalypse laufen und Angst davor haben, dass ein andere Spieler in irgendeiner Art und Weise permanent und überall töten wollen. Oh, 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 mich hat ein Zombie gerade angegriffen, der hat mich so ein bisschen durch die Wand gehauen. Kommst du zu mir, verarztest du mich? Wenn ich den ärztlichen Beistand brauche. Nee, schreibt er mir nicht. Ich glaube, du hast dann auch immer eine visuelle Anzeige. Also entweder ein Kratzer ja, den oder aber ich. Blutflecken. Den hatte okay. Ich. Aber dann, also ich konnte gerade nicht. Ah, guck mal, aber jetzt hocke ich gerade ab und jetzt blinkt bei mir oben rechts ein Herz. Okay.
Das zeigt dann wohl Heilung. an. Ja, das ist Dann hat er Vigo. wahrscheinlich nur ein bisschen Energie runtergehauen, ne? Genau. Ohne eine Wunde zu Oh, hier hat hinterlassen. einer irgendwie Lee Enfield gesammelt. Liegt da eins auf dem Boden. Sage und schreibe 4 Stück. Mal wieder lecker Essen gefunden. Bloodsucker Balls habe ich gefunden. Das ist eine Cerealie. Ja, das erinnert mich an eine gelbe Familie, die im Itchy und Scratchy Land sind. Und wo Marge sich darüber echauffiert, wie schlimm doch die Gerichte klingen, die ihre Familie bestellt. Und am Ende bestellt sie selber die Babyinnereien. Obwohl das nur Spaghetti Bolognese ist. Hier ist übrigens auch gerade eine Tür auf. Definitiv dieselbe Richtung wie wir, ne? Anscheinend. Oh, Achtung, Na, vielleicht Zombie. kommen wir vielleicht rein, hier ist genug Platz. Meinst du, findet uns nicht? Ja, dann könnte, oder hier kann man ihn halt gemütlich zerhacken, ne? Kommt da hinterher? Ja, steht da noch. Wunderbar, ohne was abbekommen zu haben. Sehr schön. Civilian Bag. Ja, auch man sollte sich wohl, das kennen ja auch die meisten von DayZ schon, wenn man schießt, sollte man sich darüber klar sein, dass einen entweder Zombies oder Spieler hören. Zombies scheinbar nicht so sehr, das kommt auch vor, aber die sind doch relativ spärlich im Vergleich zu DayZ. Ja. Ich spreche jetzt von DayZ Mod, nicht unbedingt von Standalone, weil da variiert das ja schon mal sehr stark, wenn Zombies unterwegs sind. Und sie lassen sich halt relativ leicht abhängen, wenn man sie durch Gebäude versucht zu verlieren. Einfach in Gebäude mal reinstellen, wo man ein bisschen Platz hat zum Navigieren, und meistens kommen sie gar nicht erst auf die Idee, überhaupt reinzukommen. Genau. Mutmaßlich ist es wohl auch so, was mir aufgefallen ist, ist, dass man Schüsse hier, also mir kam es so vor, als wenn man die Richtung hier nicht wie bei Arma 2 sowohl definiert, also so klar definieren kann, aus welcher Richtung die Schüsse kamen. Das ist mir hier irgendwie ein bisschen schwer gefallen. Mutmaßlich ist es aber so, dass man Schüsse hier in meinen Ohren wesentlich weiter hört. Also ist Das mein heißt, man weiß, persönlich. es ist jemand in der Nähe, aber man weiß nicht so wirklich, aus welcher Richtung genau. Genau. Was natürlich nicht So schlecht ist. Das trägt auch zur Atmosphäre bei. kam es mir vor. Immer wenn ich mal einen Schuss gehört habe, dann konnte ich so ungefähr die Richtung bestimmen, aber auch nur so, ich sag jetzt mal, auf einen 90-Grad-Winkel von 360 Grad konnte ich es bestimmen. Und das ist ein Viertel, das ist nicht unbedingt sehr präzise. Außer natürlich, wenn man jetzt dann in der Zeit von 3 oder 4 oder 5 Minuten irgendwie gefühlte 10 Schuss hört und sich immer weiter in die Richtung bewegt, dann kann man es natürlich immer besser wahrnehmen. Aber ja, nicht in dem Maße meines Erachtens nach, wie man es normalerweise könnte. Also Mein erstens. Gepäck ist jetzt voll. Ich werde noch mal was essen und was trinken. Ja, meins ist auch annähernd voll. Ich habe hier 3 Magazine 7,62 mal 51. Die habe ich vorsorglich mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich sie behalten soll. Ich meine, ich habe 3 Wasserflaschen. Ja, schwer zu sagen. Ich habe 9 Pistolenmagazine schon wieder. Ja, Leute, was soll man mal wegtun? Das ist die Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Eigentlich brauche ich alles. Man kann nie genug haben. Ein zweiter Rucksack wäre nicht schlecht, so vorne, weißt du. Ja. Dient auch als Rüstung. Oder so. Sogar eine Splitterhandgranate habe ich. Aber da, wo ich das gerade gesagt habe, muss ich sagen, ich hab das tatsächlich mal gehabt, als ich war mal auch, wie Tobi auch, bei der Bundeswehr mal. Und da hatte ich das einmal, dass ich von einer
ist alles leer, von einer Versetzung, also von einem Lehrgang zurückkam und hatte wirklich komplettes Gepäck so ungefähr dabei mit alles, ne? Einmal mit alles, Rucksack, Seesack, da war auch meine hauptsächliche Ausrüstung, weil ich über einen Monat abkommandiert war, also da hat man dann wirklich seine gesamte Körperausrüstung quasi mit dem Gepäck, hatte kein Auto, bin mit dem Zug gefahren und als ich dann zurückkam, bin ich am Bahnhof angekommen und war ehrlich gesagt zu geizig, ein Taxi zu rufen und es war ein ganzes Stück und ich habe das aber als Herausforderung angesehen und bin tatsächlich mit dem vollen Seesack auf dem Rücken und vorne noch der kleine Daypack, sag ich jetzt mal, ne, der kleinere Rucksack vorne noch dran gehabt und das war, glaube ich, die schwerste Tour, die ich jemals gemacht habe, aber ich war auch bestimmt anderthalb Stunden unterwegs, aber das war doch ein äußerst befriedigendes Gefühl. Oh, das hat mich die Musik gerade erschreckt. Äußerst befriedigendes Gefühl, das dann geschafft zu haben. Man ist zwar total im Sack nachher. Ah, genau, auch sowas. Wenn man von einer Nacht, von einem Nachtmarsch oder sonst was, wo man vorher ein paar Tage lang weder Luxus noch sonst irgendwas um sich hatte, und für Luxus, da zähle ich, zum Luxus zähle ich jetzt ganz viele Sachen auch, die meisten Leute nicht als Luxus ansehen. Man kommt zurück, ist total im Sack und total müde eigentlich, aber das Beste, was man dann machen kann, ist, man geht zum Cola-Automaten und holt sich eine eiskalte Cola oder ein Soda-Getränk, was man sonst gerne mag. Ich empfehle Mountain Dew. Ja, und ist dann, also eisgekühlt natürlich, und stellt sich damit unter die Dusche, ne, und trinkt das. Das ist die Erfüllung. Dann weiß man, was Luxus eigentlich sein sollte. Nicht sowas wie Juwelen und Rolex, nein, Soda und Club. Also Soda und, ne? Ein Snickers oder irgendwas. Irgendwas, was man gerne mag. Als Belohnung, dass man es geschafft hat. Genau. Guck mal, ist das da hinten eine Schule oder was ist das? Das Breite da hinten. Das ist ein Stadion. Ach, das ist das Stadion, genau. Oh, dann sind wir in der Nähe der Hauptstadt. Dann ist die Straße runter die Hauptstadt in ein paar Kilometer, so 3 Kilometer vielleicht oder so. Ja, lass uns aber mal weiter links bleiben hier. Okay. Das gefällt mir hier ganz gut. Aber irgendwann müssen wir dann die Straße nach Norden überqueren. Aber wir können ja auch uns relativ an der Küste halten. Da sind nämlich relativ viele Ortschaften. Guck mal gerade. Da sind nämlich an der Küste sind immer mal wieder so ein paar Ortschaften und so. Das wäre... Wir sind jetzt hier. Ja, wenn wir hier irgendwo so einen Bogen nach Norden machen, wäre das nicht schlecht. Wir können natürlich auch einen Bogen nach Süden machen, so ist es nicht. Sind ja auch Örtchen. Naja. Du weißt jetzt, wo wir sind? Ja, ich weiß ziemlich genau. Sehr genau, wo wir sind. Ja. Wo sind wir denn? jetzt muss ich das auch noch erklären. Warte, ich leg mich eben hin. Achso, sind wir bei Agios Dionysus? Oder Dionysios? Nein, da sind wir sogar schon vorbei. Wo ist denn überhaupt Agios? Weißt du, die Kavala, ne? Kavala, die Hauptstadt. Weißt ja, ne? Ganz im Westen von, also. Ja. So, da ist doch so eine orangene Straße, die nach Norden und dann nach Nordwesten, Nordosten rausführt. Ja. So, wenn du der folgst, durch mehrere Ortschaften, da kommt erstmal Factory, Fabrik. Dann kommt Chore. Genau, und da ist das Stadion, direkt nördlich von Factory, von der Fabrik. Moment, ich höre einen Hubschrauber. Ja, dann schnell mal ins Haus, wa? Nö, lass uns einfach hier an dem Stein bleiben. Ich bin nicht beim Stein. Ist so. Aus jetzt. Genau, also direkt nördlich von uns dieses Stadion. Und wir sind bei der Fabrik. Das ist ein Chinook. Irgendwie sehen wir hier nur Chinooks, ne? Ja. Frage ist, was macht er? Er hat irgendwas unten dranhängen. Setzt er das hier ab? Das ist ein Container mit Zombies. Kennt man doch. Aus einschlägigen Filmen. Ach so. Präsident Stiefel meinst du? So. Und auch hier ein Beispiel. Viele andere Player würden jetzt einfach anfangen, auf diesen Hubschrauber zu schießen. Wir hingegen versuchen das nicht. Weißt du jetzt, was ich meinte, wo wir sind? Ja, bei dieser Abzweigung, wo so eine graue Straße nach Nordwesten führt, so, ne?
glaube ich. Ja, da ist auch ein Tankstellensymbol halt, also da so. Das heißt, entweder sollten wir uns ein bisschen südlich halten oder nördlich. Wobei wir nach Norden hin mehr Platz hätten. Aber da wird es dann auch irgendwann immer wüster und ohne Bebauung. Moment, Tankstellensymbol? Nee. Moment. Achso, nee, stimmt, das ist weiter. Das ist, du hast recht, das ist weiter noch im Westen. Da, wo Fabrik steht, da sind wir jetzt, mehr oder weniger. Wir sind ja auch alles Industriegebäude hier, oder nicht alles, aber es fangen an. Wo steht denn Fabrik? Ja, das ist erst, wenn man näher ranzoomt, das stimmt. Also, da ist die T-Kreuzung, ne? Von der Straße von Kavala aus ist da ja, geht's nach Nordosten und dann kommt irgendwann so eine, die Straße, die orangene, die biegt dann nach Süden ab. Beziehungsweise da ist eine T-Kreuzung und dann kommt nach Süden dran. Und wir sind direkt rechts davon. Da sind wir? Ja. Ui. Also entweder können wir nach, wie gesagt, nach Süden oder nach Norden. Ja, du bist hier bei der Karte mehr, aber da sind wir schon. Ja, ich hätte auch nicht gedacht vorhin, dass das so schnell geht. Ich meine, tendenziell können wir nach Norden, ne? Ich würde auch sagen, da ist einfach mehr Platz, da hat man Möglichkeiten. Da kann man, da... Also von hier aus jetzt ruhig direkt nach Norden einfach. Okay. Man, wir haben ja alles. Oder was heißt der? So. Hier jetzt, sag ich mal, einfach den Hügel hoch hier. Ja. Direkt den mittleren. Da können wir auch Hügel mal Umschau halten da oben. Da ist auch irgendwas, da sind kleinere Gebäude. Bei den Antennen da zum Beispiel, dieser hohe Berg. Ja, genau. Dann folgen wir auch nicht dieser Spur von dem anderen Ranger-Typen, ich meine dem anderen Ranger, sag ich schon. Das heißt hier jetzt ja was ganz anderes. Ja, um nochmal auf dieses Thema dann aber zurückzukommen mit Ranger, Nomaden, Survivalisten, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, Outlaw gibt's auch. Outlaws, ja. Ich finde, man müsste genauer beobachten. Ich weiß jetzt nicht akkurat, wie lange es diese Mod schon gibt. Die gibt's ja wohl schon ein paar Tage. Soweit ich weiß, so seit Anfang 2014 irgendwann so. Ja. So, im Endeffekt ist es so, dass ich, Achtung, rechts von uns ein Zombie da in dem Schuppen. Ja. Ich bin gespannt, wie sich das noch so weiterentwickelt hier mit den... Naja, mit diesen Fraktionen, weil im Endeffekt... Hm? Achso, auch wieder ein abgeschlossenes Haus hier. Okay. Aber dieses nicht. Meinst du, wir kommen von dem hier in das andere rein? Ich glaub nicht. Weiß es nicht. Ja, die sehen irgendwie beide sehr eigenständig aus, die Häuser. Hier ist nichts oben. Ich habe vergessen, was hier drin war. Ach, Blueprint. Aber oben kommt man nicht durch irgendwie hier über den Balkon oder so? Nee. Und die hintere Tür von dem anderen Haus? Ich postiere mich hier schon mal irgendwo in der... Kannst ja gucken. Ich habe so einen Stein hier. Ja, ist auch zu. Das ist auch eine Sache, die viele Leute nicht machen. Das haben wir früher noch viel mehr gemacht als jetzt. Als dass irgendwer aus der Gruppe... Overwatch macht, ne? Man guckt sich halt hier um. Und warnt die anderen Leute, falls irgendwo Bewegung ist, und dann kann man immer noch gucken, was man macht. Einen Moment mal kurz, ich komme mal zu dir und dann muss ich mir gleich mal das Näschen einmal pudern. Willst du koksen? Nee, nicht auf meinem Channel. Wie viele Leute es vielleicht dann mitkriegen werden, ich habe eine leicht verstopfte Nase. Mhm. Bis gleich.